Hallo, meine Freunde, damit herzlich willkommen mal wieder zurück zu Carmageddon Simulator 2018 mit meiner Wenigkeit. So, es geht weiter. Wir müssen jetzt hier noch eine Steuerkette R6 mit dran bauen, die sich definitiv nicht hätten reparieren lassen können. Also nehmen wir Steuer und Kette R6. Sehr gut. Steuerkette R6, dann haben wir Kettenrad R6. Das hätte man vielleicht reparieren können. Nein, natürlich nicht. Das haben wir ja auch so selten hier gesucht. Kettenrad R6. Gut, gibt's auch noch einmal. So, ran damit. So, jetzt kommt ja mal das Steuergehäuse wieder dran. Dann haben wir Kurbelwellenscheibe R6. Ja, die Kurbelwellenscheibe R6. Dann haben wir Zündverteiler Standard. Tuningteile. Dann haben wir Zündverteiler Standard Tuning. Plus 5%, dann haben wir den Zündläufer Standard, den gibt es bestimmt auch noch besser, oder? Zündverteiler Standard, Läufer Tuning Standard, ja, das soll ja der hier sein, oder? Ja, wunderbar. Dann haben wir noch die Dings hier. Und dazu kommen natürlich die Zündkabel R6 mit dran. Und natürlich nicht zu vergessen, Klammer lang. Und Klammer lang. Ja, das muss ich jedes Mal die scheiß Klammern vergessen. Und dann haben wir Keilriemen R6 Typ B. Keilriemen R6 Typ B. R6 Typ A und R6 Typ B. Und Typ A. Sehr gut. Ohne irgendwas weiter befestigen zu müssen. Das ist ein Träumchen. Dann haben wir im Getriebe. Das hat man das da. Und das und das und das. So. Das hier dran, sehr gut. Und damit steht unsere Motorkonstruktion schon vollständig, was mich sehr erfreut. Das heißt, nein, jawohl, das heißt, in dem Augenblick hier einmal abbauen. Ölmessstab geht eh nicht, Ölschraube geht nicht, der Rest ist auf 100%, sehr gut, ran damit. Und weg damit. So. Dann machen wir gleich mal hier noch die Batterie mit. Aufladen. Und dann stelle ich hier schon mal das Wischwasser darüber. Danke. Sehr schön, sieht er schon. Viel geräumiger aus. So, wunderbar. Haben wir hier die Batterie. So, dann haben wir hier oben im Allgemeinen so einen Lüfter mit einem Kühler. Der muss erstmal separat noch aufgeräumt werden. Sehr gut. Zack, zack, zack. Sehr schön. Gut, dann passt das schon mal. Dann eins hoch, bitte. Aber hier ist das Getriebe dran. So. Oh Mann, ey, Hauptsache ein rumänisches Kennzeichen an dem Porsche. Sehe ich jetzt ja gerade mal.
Naja, oh wow, hätte ich das doch so machen müssen. Flammenrohr R6. Das ist sehr gut geschrieben. So. Jetzt komme ich da oben hoch dran. So, da haben wir sowieso erstmal einmal den Anlasser. Dann Abgaskrummer R6. So. Und das gleiche in grün nochmal. Mensch, das glänzt, Freunde. Das glänzt, das glänzt, das glänzt. So. Nachdem wir dann den Teil hier haben, können wir das zumachen, weil das ist immer im Motorbereich fertig. Jetzt kommt natürlich wieder der, über, wie soll man sagen, übliche Teil. Und das ist hier einmal die komplette Konstruktion auseinandernehmen. So. Ab damit. Und das ist schon hier wieder etwas ja, wie soll man sagen, aufwendiger. Jetzt zwar nicht so viel, aber immerhin. So, das ab. Solange da nicht so viel Kleinkram ist, geht das ja auch alles. Also das weg. Da. Ja gut, machen wir halt erstmal das hier drüben noch weg. Habe ich auch kein Problem damit. Danke. Eigentlich wollte ich hier die Feder und das weg. So. Bremssattel, Scheibe, Lager, das Übliche. Ja, weil wir die Hoffnung haben, dass hier nichts kaputt geht, weil dann brauchen wir den ganzen Spaß nicht nachzukaufen. Das sparte Zeit und Rumgesuche. Dann einmal wieder das weg. Nein. Das da weg. Das weg. Das weg. Und ja. Das ist zwar schön, aber ich wollte eigentlich das hier hinten abhaben. So. Also gerade den Bremskraftverstärker müssten wir noch mit ausbauen. Ah, da komme ich mal wieder nur vom Motorraum dran. Dann haben wir die hintere Konstruktion schon mal fertig. So, ein bisschen was der Bruch gegangen, das hat man leider Gottes gehört. Gespannt, was es denn so war. Also, jetzt kann ich ja erstmal noch hier das dazu kurven. Moment, bremsen. Das definitiv inbelüftet und Standart. Das muss man nicht reparieren. Gut, das reicht erstmal. Gucken wir mal. Achso, halt, doch. Irgendwas mit Twitch, wie war denn das jetzt? Ach hier, Radlager. So, sehr gut. Und
Das rein, Antriebswelle rein. Scheibe drauf. Das drauf. So, dann hast du HA1-Rohr Gasdruck. Ein Rohr Gasdruck. Das ist die Feder. HA. 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 So, das da hier dran mit den da. So, da kommt hier noch eine große rein. Da kommt eine kleine rein. Das kommt hier rein. Kopfstange HA Standard. Nein. Kopf. Dann kommt das damit rein. Dann kommt das und das und das. Das passt soweit, gut. Dann geht's auf die andere Seite. So. Aber irgendwie ist was kaputt gegangen, aber bis jetzt habe ich es irgendwie. Ich will es auch noch nicht gesehen. Vielleicht waren es auch nur unwichtige Dinge, keine Ahnung. Aber gesehen? Nein, 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 nein. Gesehen habe ich es jetzt auf die Schnelle nämlich noch nicht. So, das geht hier wieder ran. So, da warten wir jetzt noch kurz. Das hier. Da, da. So. So. Das hier rein. Da, da. So, eins, zwei. Moment, wir brauchen noch zwei kleine. Oder drei kleine sogar. So, das da rangeschraubt. Hier kommt eine große. Das ist hier dran, das ist dort dran, das passt hier, das passt da. Nö, sollte für hinten jetzt eigentlich, ne? Sollte passen, oder? Oh. Das kleine Firlefanz-Ding ist dran, ja gut. Dann passt das für hinten und dann müssen wir natürlich auch noch vorne machen, ganz klassisch. Damit. Dann das ab. Das kann man dann auch wieder komplett neu bauen. Aber im Endeffekt vorne so dieses Setup von hinten, aber das ist eigentlich noch ganz. Ja, es ist eigentlich noch ganz simpel. Das ist hier noch relativ simpel. So. Aber natürlich hier. Firma wieder den gleichen Spaß haben. So. Weg, weg, weg. Weg, weg damit. So, Kopf ab. Stange raus. Mittleres Ding hier, zick damit. VA-Typ B, okay.
Das sind große, so, damit ist nochmal 2, 2, 2, also nochmal 4 Minimum. Klemmt ja auch hier noch groß, okay. 2, 2, 4, groß müssen wir definitiv jetzt nochmal drauf kaufen. Groß. Aber jetzt wählen wir einfach nochmal 6, was soll der Geiz? Kopf. VA Typ B. Kopf. Spur. Dann Bremsanlage. Der Rest habe ich schon. Radler habe ich schon. Das habe ich schon. Okay. Und ja, gut, den Rest müssen wir uns erstmal so zusammenbauen. Also halt, dann noch. Nein. Ein Kraftstofftank. Dann das und das und das und das und das und das und das da, genau. Und dann haben wir sowieso die Stoßen, muss ich mir guck ich mir jetzt gleich mal an. Was das hier für Gruppen sind? Gruppen hier. Stoßdämpfer VA Doppellenker. VA Doppellenker, genau. Dann haben wir Feder. Mal VA Feder. Und VA-Dummlage, okay, können wir das nämlich gleich noch hier zusammen erbauen. Freunde, wir sind aber erstmal fertig für den Part. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten wieder, wenn ihr mögt. Das Däumchen da lassen nicht vergessen. Und bis dann. Haut rein. Tschüss.